So, sie steigen alle nacheinander aus. Ach, jetzt will der abhauen, meine Fresse. Kletteraffe. Haha, kleiner Walze. Stopp jetzt, okay? Okay. Servus Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge LSPDFA. Heute mit einem ganz besonderen Video, und zwar der schottischen Polizei. Ja, ihr habt richtig gehört, ich spiele heute mit der schottischen Polizei. Warum? Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich hätte einfach irgendwie übelst Bock, mal was ganz Neues auszuprobieren. Deswegen sind wir mit der schottischen Polizei unterwegs und sind auch schon zum ersten Einsatz gerufen. Und zwar ist hier eine Person mit, ja, irgendwie einer Waffe. Okay. Hallo? Was machen Sie mit der Waffe? Lassen Sie die Waffe fallen. Hallo? Bleiben Sie mal stehen. So, ich würde gerne mal mit Ihnen reden. Wo ist denn jetzt die Waffe hin? Haben Sie die weggesteckt? So, jetzt kommen Sie mal her. So. Ich hätte jetzt gerne erstmal einen Ausweis gesehen. Okay, Ausweis hat er wenigstens dabei. Joseph Croft. Alles klar, den werden wir erstmal abchecken lassen. Zentrale einmal Joseph. Sprachenlernen, Bubble. Joseph Croft abchecken lassen, bitte. Okay, er ist nicht weiter auffällig. Er sieht auf jeden Fall aus wie ein Obdachloser und scheint anscheinend auch ein bisschen verwirrt zu sein. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, woher der die Waffe überhaupt hat. Ja, was macht sie überhaupt hier? Okay, er wartet anscheinend auf einen Freund. Ja, das ist aber eine schöne Überraschung, wenn sie die mit einer Waffe erwarten. Und wo kommen sie her? Vom Grocery Store. Okay, kenne ich jetzt nicht. Scheint hier aber in der Nähe zu sein. Und wo wollten sie hin? Er hat das Recht, nicht zu antworten. Ja, okay. Haben sie etwas getrunken in letzter Zeit? Er hat ein Papier gehabt. Ja, so sieht er aus. Ich würde ganz gerne mal einen Alkoholtest durchführen. Der ist auch positiv. Der hat auf jeden Fall ein bisschen was genommen. Ich denke, ich werde auch gleich mal einen Drogentest hinterher schieben. Und Marihuana positiv, das Typische halt. Ja, okay. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Du kannst nämlich mit der Waffe durch die Gegend laufen. Ich würde sagen, wir nehmen ihn jetzt einfach mal mit. Ich werde jetzt mal Handschellen anlegen. Ich nehme ihn auf jeden Fall mal aufs Revier mit. Dort kann er dann mal in die Ausnüchterungszelle. Und danach können wir uns dann um den Rest kümmern. So, dann steigen Sie mal hier mit ein. Dann fahre ich Sie mich gleich zur nächsten Dienststelle. Kommen Sie. Steigen Sie mal bitte hier in den Wagen ein. Genau, und dann werde ich den hier jetzt mal zur nächsten Dienststelle fahren. Dort kann er mal in der Ausnüchterungszelle und sich mal ein bisschen erholen. Übrigens, natürlich habe ich auch die schottische Polizeisirene installiert. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Genau. Ich finde es einfach mega geil, ich weiß nicht. Einfach mal was Neues, weil ich glaube, schottische Polizei hat hier im deutschen Bereich eigentlich noch nie jemand gebracht. Deswegen, ja, wollte ich das einfach mal ausprobieren. Und vielleicht kommt es ja auch gut an. Wer weiß, vielleicht wird es auch mal... Ja, eine kleine Serie hier, so wie wir auch immer mal wieder ein paar Serien hier aufklären, ne? Geiles Sportspiel hier. Ja, so, Sie kommen jetzt mal mit. So, kommen Sie mit. Wir bringen Sie jetzt erstmal hier rein. Ist nicht mein Kollege am Schalter, doch, ist sogar, okay. Da ist auch eine Kollege, machen Sie mal Platz, bitte. Der Mann hier möchte runter in die Ausnüchterungszelle. Ich bin falsch abgebogen, ich kenne mich noch nicht so aus hier auf dem Revier. Ich bin ja auch hier das erste Mal auf Streife. Da darf man ruhig noch ein bisschen suchen. Hier ist die Umkleide übrigens, wollte ich Ihnen nur zeigen. Ich bin nicht verwirrt. Ja, stimmt, da hinten geht es nämlich runter. So, einmal in die Zelle nach unten und nochmal eins runter. Und da dürfen Sie hier in diese Zelle rein. So, viel Spaß dann hier unten, ne? Wir haben einen nächsten Einsatz reingekriegt, und zwar ist hier ein Flüchtender. Die Kollegen sind schon dran und wir werden uns da mit dranhängen an diese Verfolgungsjagd. Jetzt fängt sie sogar auch ein bisschen an zu regnen. Ja, das passt ja perfekt zum schottischen Wetter. Schauen wir mal, ob wir hier aufholen können. Ich weiß gar nicht, wie es in Schottland eigentlich so ist mit Hubschraubern beziehungsweise Helikoptern bei solchen Verfolgungsjagden. Aber ich glaube eher, dass es so ist wie in Deutschland als wie in den USA, wo da sofort irgendwelche Helikopter am Start sind. Wir sind jetzt auch gleich da. Kollegen haben sich schon rangehängt. Die sind, glaube ich, mit einem Ford unterwegs. Wir sind hier mit einem BMW unterwegs, wie man sie ja durchaus auch bei uns in Deutschland finden könnte. Okay. Wird er geschossen oder... Ach so, okay, das ist der. Der Kollege schießt ja schon fleißig. Ach, die schießen aus dem Wagen raus oder was? Okay. Ich werde hier auf jeden Fall mal Verstärkung anfordern. So, sie steigen alle nacheinander aus. Alle nacheinander steigen sie aus. Ich werde hier absichern. Ich werde hier jetzt nicht mal eingreifen, sondern schauen, dass hier alles in Schach bleibt. Nächste Einheit müsste eigentlich auch gleich hier rankommen. So, der erste ist verhaftet. Der nächste müsste auch gleich verhaftet sein. Der Kollege zieht den nächsten raus. Sehr schön. Ja, jetzt fängt es hier echt richtig an zu regnen. Und die nächsten Kollegen sind da. Ja, das war echt eine heftige Verfolgungsjagd. Genau. Dann ziehe ich den hier jetzt noch raus. Oh Mann, jetzt bin ich hier eingestiegen. Und der Kollege zieht hier den letzten auch noch mit raus. Der hat sogar eine Waffe. Lassen Sie sofort die Waffe fallen. Lassen Sie die Waffe fallen. Okay, ich habe schon aus Reflex in mir geschossen, aber nur einen Warnschuss. Da hat er vor Schreck die Waffe fallen lassen. Der Kollege nimmt ihn jetzt fest. Das wäre echt fast nochmal eskaliert. So.
Die Kollegen sichern hier ab. Ich werde hier nochmal einen Abschleppdienst rufen für dieses Fahrzeug. Und dann werde ich hier natürlich noch einen Abtransport für unsere Gefangenen rufen. Falls ihr Bock habt, dass ich das nächste Mal hier mit diesem Opel... Ist das ein Opel? Ist das ein Opel oder... Ist das ein... Oder ist das eine schottische Marke? Okay, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir mit diesem Fahrzeug, das ich ja auch installiert habe, auch noch gerne fahren. Boah, meine Uniform ist komplett durchnässt. Wie sich das eben in Schottland gehört. Gut, wir haben diesen Einsatz erledigt. Sehr geil, sehr geil. Ich weiß ja, wir irgendwie so mit diesen neuen Fahrzeugen, das bockt irgendwie richtig. Finde ich auch mal viel geiler als nur mit der deutschen Polizei. Amerikanische Polizei hätte ich, glaube ich, auch mal Bock. Und wir haben den nächsten Einsatz, nämlich einem... Nein, 1-1 Cole. Cole, Cole. Drachenlernen, Bubble. Da werden wir natürlich hinfahren. Was Neues hört im Background, bei der Call of Duty Speak. Okay, da ist irgendwie was faul auf jeden Fall. Das heißt, hier wurde 911 gerufen, also der Notruf. Nein. Aber es wurde nicht gesprochen. Vielleicht ist da irgendjemand eingesperrt irgendwo. So, fahren wir mal hier drauf. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Vielleicht aber auch eins weiter oben. Könnte mir aber vorstellen, dass in den Garagen hier irgendeiner gefangen gehalten wird oder so. Genau. Sowas ähnliches hatten wir auch schon in der letzten Folge. Hä? Ich bleib jetzt hier mal stehen und such mal nach dem Typen, der hier uns gerufen haben könnte. Aber ich glaube, ach doch, hier hinten steht sogar einer. Guten Tag. Ja, was werden wir hier wohl tun? Sie haben hier 911 gerufen. Und wir sind da. Okay, er war es nicht. Hier ist alles in Ordnung, sagt er. Ja, dann seien Sie nächstes Mal ein bisschen vorsichtiger, was solche Sachen angeht. Gut, für uns ist das hier ein Fehlalarm gewesen. Was Neues hört im Background bei der Call of Duty Speak. Dementsprechend können wir das Ganze als Code 4 melden und uns weiter auf Streife begeben. Boah, mega dreckig wird hier unser Auto, wenn wir hier durch diesen Schlamm fahren. Ah, da kommt sogar einer entgegen. Was macht denn der hier? Den werde ich, glaube sogar mal rausziehen. So, halten Sie mal bitte rechts an. Okay, keine Ahnung, wo der Kollege jetzt herkam. Alles klar. Naja, egal. Wir werden uns auf jeden Fall nicht weiter drum kümmern. Wir werden hier... Zeigen Sie erstmal Ihre Dokumente. Ich kann hier auf jeden Fall ein bisschen Alkohol riechen. Ich würde gerne mal einen Alkoholtest durchführen. Aber mein Kollege sichert hier auf jeden Fall ab. Ich habe auch keinen Plan, wo der herkommt. Naja. Ja, da haben wir aber mal wieder den richtigen rausgezogen. Kam mir schon ziemlich suspekt vor, dass Sie hier rumgefahren sind. Steigen Sie mal bitte aus dem Fahrzeug aus. Der will nicht aussteigen. Ich fordere Sie nochmal aus. Drachenlernen, Bubble. Aus Ihrem Fahrzeug auszusteigen. Oh, jetzt gewittert es hier sogar. Heftig. Okay, er will nicht. Gut, dann zähle ich sie eben aus dem Wagen. Das interessiert mich nicht. Kommen Sie raus. Sie werden hier nicht weiterfahren. Oh, ich glaube, hören Sie auf. Stehen bleiben. Ach, jetzt will der abhauen. Meine Fresse. Gut, dass der Kollege mit dabei ist. Bleiben Sie stehen jetzt. Stopp. Ah, Mist. Haben die in Schottland eigentlich Taser? Ich glaube nicht, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. So, bleiben Sie jetzt stehen. Hallo. Stopp. Stopp jetzt. Okay, mein Kollege rangelt ihn erstmal nieder. So, auf den Boden legen, Arme bereit machen. Hä? Komm, leg dich hin. Mach jetzt keine Faxen. Jetzt legt er sich endlich mal hin. Und mein Kollege nimmt ihn noch fest. Einsatz erledigt. Far Dodger? Was ist das denn? Hat das irgendwas mit Fahrkarten zu tun oder so? Am Flughafen? Kann das sein? Flugticket nicht bezahlen wollen? Okay, da fahren wir auf jeden Fall mal hin. Vielleicht ist es ja dringend, ich weiß es nicht. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht, aber mit Blaulicht kommen wir auf jeden Fall... deutlich besser durch den Verkehr. Es hat sogar jetzt auch aufgehört zu regnen. Nur die Straßen sind natürlich noch sehr nass. So, schauen wir mal, dass wir gut durchkommen. Oh! Perfekt. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich glaube, ich habe das Einsatzhorn, glaube ich, doch nicht installiert. Ah, ich glaube, das ist sogar oben. Ist da nicht eine Treppe sogar? Vielleicht ist hier eine Treppe. Das muss ich mal schauen. Ja, doch, hier ist eine Treppe. Dann gehen wir hier mal rauf und schauen mal, was das hier für ein Einsatz ist. So, da hinten muss es sein. In der U-Bahn anscheinend, okay. Oder ist hier die U-Bahn? Ach, so ein Scheiß. Komme ich denn da runter? Ach, da vorne. Mensch, bin aber so lost heute wieder. Da müssen wir runter. Dann hat es wahrscheinlich wirklich was mit irgendeinem Ticket zu tun. Ah, hier. Da sind ja schon zwei Sicherheitsbeamte, haben hier eine rausgezogen. Hallo, was gibt's? Okay, die haben... Ah, Schwarzfahrerin. Alles klar. Okay, sie behauptet ihr Ticket verloren zu haben. Ja gut, das kann jetzt leider jeder behaupten. Ich meine, das kann jeder sagen, dass er das Ticket verloren hat. Sie waren ohne Ticket und das ist jetzt auch ganz klar. Da gibt es auch keine Diskussion. Ich hätte ganz ehrlich erstmal ihren Ausweis gesehen. Emma Duke, alles klar. Wir werden sie erstmal abchecken lassen. Oh, Jahrgang 2000, ganz schön jung. Sie sehen irgendwie ein bisschen älter aus, keine Ahnung. Und ansonsten, ja, kann ich sie ja nicht auch entlassen. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein Fall hier für die Polizei. Wenn sie sich ein Ticket kaufen, dürfen sie natürlich weiterfahren. Und wenn nicht, dann halt...
Ja, dann gehen sie halt einfach. Dankeschön nochmal, ne? Und jetzt nicht gleich beleidigt sein. Ich hab's jetzt nach Hause geschickt. Und passen Sie auf, fallen Sie mir nicht auf die Gleise, gell? Ich will nicht später irgendwie Notruf hören. Das schneide ich sowas von raus, Digga. Oh, das schreie ich raus. Oh yeah. Und jumpen. Aua. Kletterappel. Aha. Kleiner Walze. Ja, dann würde ich auch sagen, war's das hier mit dieser Folge LSBDFA mit der schottischen Polizei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich feiere es auf jeden Fall mega, weil es einfach mal was komplett Neues ist. Wenn ihr das auch findet, lasst gerne einen Daumen nach oben da und lasst auf jeden Fall Feedback in den Kommentaren da. Das bringt mir richtig, richtig viel, wenn ihr da fleißig kommentiert und mir sagt, was ich verbessern könnte oder irgendwelche Vorschläge dazu habt. Sagt mir, was ihr von der schottischen Polizei haltet. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein, servus, ciao, euer Walze.